Weinberge, soweit das Auge reicht. Doch vor 30 Jahren wurden hier im englischen Sussex noch Schweine gezüchtet. Jetzt produziert die Bluebell-Kellerei 40.000 Flaschen Wein im Jahr. Der Weinbau in England startete erst gegen 1990 richtig durch. Mittlerweile setzt er umgerechnet schon etwa 115 Millionen Euro im Jahr um. Englischer Wein hat jetzt wirklich seinen Platz gefunden. Die Produktion ist in den vergangenen 7 Jahren um mehr als 100% gestiegen. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Und der Grund ist die Produktion von Schaumwein. In den vergangenen 15 Jahren haben wir bewiesen, dass wir damit der Weltspitze mithalten können. Die Kreide- und Kalksteinböden der Region ähneln denen der Champagne. Und so haben die Produzenten die Methoden ihrer französischen Kollegen kopiert, indem sie die gleichen Traubensorten anpflanzen. Wir müssen an der Qualität arbeiten und das Beste herausholen, was geht. Auch neue Weinberge müssen dem entsprechen. Es hat keinen Sinn, neue Weinberge anzulegen, die Weine von geringer Qualität produzieren und so den Ruf britischer Weine ruinieren. Die Briten lernen ihre eigenen Weine zunehmend zu schätzen. Der Markt hier gehört zu den wichtigsten weltweit. Außerhalb des Königreichs ist indes noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Niemand will englischen Sekt trinken, aber bei Blindverkostungen halten ihn alle für Champagner. Mehr als 6 Millionen Flaschen werden jährlich in England abgefüllt, davon 2/3 als Schaumwein. Noch müssen sich die Franzosen keine Sorgen machen. Sie produzieren im gleichen Zeitraum allein 300 Millionen Flaschen Champagner.